du auch ein bisschen schwer. Tragische, packende Momente. Leck mich am Arsch. Ich habe kürzlich Said getroffen. Sehr eigenwilliger Typ. Dafür, dass er so viel Gewalt und Zerstörung gesehen hat, ist er erstaunlich ausgeglichen. Trotzdem, allein möchte ich mit ihm nicht sein. Warum denn? Wie auch immer. Was gibt's? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal. Noch etwas, Commander? Haben Sie mal eigentlich Moment ja nicht, Zeit? Oder? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Weil das ist ja immer dasselbe, also... Ich gehe besser. Okay. Also ohne Scheiß, das ist echt schon... Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Das hast du mir gerade auch schon gesagt. Ja, auf jeden Fall war das schon eine heftige, emotional packende Mission, muss man echt mal sagen. So, Dr. Archers Bruder, der Unbekannte. Shepard, mir wurde zugetragen, dass Sie Dr. Archers Bruder zur Grissom Akademie gebracht haben. Ich weiß, was man dort leistet. Er wird dort ein gutes Zuhause finden. Ich unterstütze Dr. Archers Handlungsweise nicht, aber sie hat uns einen Durchbruch beschert, der uns bisher verwehrt geblieben ist. Wir werden wahrscheinlich nie wieder ein Individuum mit Davids einzigartigen Talenten finden. Ihre Entscheidung ist zwar verständlich, aber sie hat uns in unserem Bemühen, die Geth zu verstehen, um Jahre zurückgeworfen. Mhm. Irgendwie nehme ich ihm das nicht ab, dass er mit diesen Methoden nicht einverstanden war, denn ich könnte mir vorstellen, dass diese Methoden von ihm kamen. Er hat sie wahrscheinlich autorisiert. Wie werden Sie denn Ihren nächsten Urlaub verbringen? Also von daher... Haben Sie wirklich, wir kriegen nochmal einen Landgang? Fu, Junge. Fu, you. Shepard stellt das beste Team zusammen, das die Galaxie... Commander. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Das war es, bis das Ding jede meiner Bewegungen hinterfragt hat. Es lässt absolut nichts durch. Sie haben absichtlich Wartungsberichte manipuliert, Mr. Moreau. Nicht manipuliert. Geschönt. Ich runde immer die Arbeitszeiten auf. Dann stehen wir bei einer Überprüfung besser da. Joker, ey. Harmlose Kosmetik. Edi soll sich nicht so haben. Wie Sie meinen, Shepard. Ja, gehen Sie schmollen. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Joker. Schon gut. Nichts für ungut. Schönes Spiel. Mann, ich hab gewonnen. Joker ist echt... Das wär's im Moment. Ein kleiner Spasti, ey. Mann. Na gut. Egal. Ach ja, Joker, das ist echt... Das ist einer. So, mal gucken, ob ich mit meinen Leutchen nochmal reden kann. Ich habe dir nochmal was zum Besten zu geben. Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten. Wie Sie möchten, Commander. Cerberus hat zwar auch Dienstgrade, aber es ist nicht die Allianz. Private Kontakte sind nicht verboten. Ihr Schiff, Ihr Befehl. Wenn Sie mit jedem gut Freund sein wollen, ist das Ihre Sache. Ganz ruhig, Jacob. Mich interessiert nur, wie Sie so ticken. Bei jedem anderen würde ich jetzt gehen. Die meisten Leute bei Cerberus tun so, als wären Sie der Unbekannte und verstecken irgendeinen Blödsinn hinter einem Lächeln. Aber Sie? Mir gefällt, was ich gesehen habe. In Ordnung. Was möchten Sie wissen? Wartet zu Hause jemand auf Sie? Ich bin ein Einzelkind ohne Verwandtschaft. Hab mich nie irgendwo niedergelassen. Schien mir bei dem Job nicht angebracht. Und was man nie hatte, kann man auch nicht vermissen. Sie gehen mit mir bewusst ein Risiko ein. Warum? Soldaten wie wir wissen, wie wichtig das Vertrauen innerhalb einer Crew ist. Auf einem Cerberus-Schiff gibt es das selten und schon gar nicht bei den Leuten, die das Kommando haben. Aber Ihnen geht es nicht nur um die Aufgabe. Sie wissen, dass man niemanden blind auf so eine Mission schicken kann. Die Leute müssen motiviert werden. Von der Sache hängt sehr viel ab, aber wir dürfen deshalb nicht alles andere vernachlässigen. Diese Wahl können wir noch nicht immer treffen. Aber schon der Versuch ist bemerkenswert. Ich habe bei der Allianz mein Bestes gegeben. Schon bald galt ich als Unruhestifter. Und solche Leute wurden immer besonders gründlich beobachtet. Cerberus ist da genauso. Sie geben sich nur mehr Mühe, ihre Überwachungsmethoden zu verschleiern. Sollen Sie zusehen. Wir haben nichts zu verbergen. Und selbst wenn, wäre es egal. Sie können uns ja schlecht zurückpfeifen. Wir ziehen die Sache durch, ob es Ihnen nun passt oder nicht. Wie auch immer, ich muss weitermachen. Danke für das Gespräch, Shepard. Wir können es ja bei Gelegenheit fortsetzen. Oh ja, das können wir sehr gerne tun, Jacob. Dann gehen wir nochmal zu schnell zu Morden. Ah, beziehungsweise, ich kann am Forschungsterminal natürlich neue Sachen freischalten. Hier jetzt nicht, na gut. Aber hier.
Medigel-Kapazität 2 von 5, jawohl. Mann, dass der immer rausgehen muss, das ist doch blöd. Das Traumamodul nehme ich auch. So, was kann ich denn noch? Jetzt habe ich nur noch 2, hier kann ich nichts mehr machen. Schiffsverbesserung, ich könnte mir die jetzt einfach bauen für 50.000, habe ich aber auch nur 3.000 Platin übrig. Nee. Ich warte damit mal noch ein bisschen ab. Schweres Knochengewebe, jawohl. Es kostet auch alles voll viel auf einmal. So. Okay, jetzt habe ich einiges wieder freigeschaltet. Morden, was hast du denn zu erzählen? Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Ja, wäre mir sogar ganz angenehm. Haben ja schon über Arbeit gesprochen. Zeit bei der Special Task Group. Studien über die Genophage. War nicht ganz offen. Lüge durch Verschweigen. Und anderes. Muss das korrigieren. Mission zu wichtig, um Geheimnisse zu wahren. Die Arbeit an der Genophage beschränkte sich nicht nur auf Studien. Aha. Was hat die Special Task Group mit der Kroganer Genophage angestellt? Zuerst untersucht, wie gesagt, aber dann überraschende Daten entdeckt. Kroganer-Population stieg schneller an als erwartet. Kroganer passten sich der Genophage an, überwanden die Krankheit. Haben die Kroganer sich weiterentwickelt oder haben ihre Wissenschaftler ein Heilmittel entdeckt? Kroganische Wissenschaftler? Hab noch nie einen getroffen, der die Bezeichnung verdient hätte. Nein, natürliche Evolution. Physiologie der Kroganer extrem zäh. Organredundanz, Backup-Systeme, Zellenregeneration. Genophage wie jede andere natürliche Bedrohung. Kroganer haben sie durch Evolution überwunden. Vielleicht hatten sie einfach nur ein Jahr lang mehr Glück. Oder es sind weniger Söldner weg, sodass mehr Kroganer zur Wiederbevölkerung da waren. Bitte, Shepard. Soziale und umweltbedingte Faktoren wurden berücksichtigt. Bin kein Anfänger. Populationszunahme ist Ergebnis von Anpassung an Genophage. Andere Möglichkeit nicht vorhanden. Was hat Ihr Team unternommen, als klar wurde, dass die Kroganer die Genophage langsam überwanden? Habe persönlich ein Team von Wissenschaftlern geleitet. Genetiker, Chemiker, Soziologen, Mathematiker. Erstellten neue Versionen also der Genophage. Haben sie über Gebieten mit hoher Kroganer-Konzentration auf Tuchanka freigesetzt. Die Kroganer-Population wieder stabilisiert. Haben Sie nie andere Optionen erwogen? Hunderte, Tausende. Modifizierte Genophage hatte die besten Erfolgschancen. Population wurde stabilisiert. Bekannt werden hätte Zorn der Kroganer anheizen können. Möglicher Genozid oder vernichtender Krieg wurde verhindert. Beste Lösung für gesamte Galaxie, einschließlich Kroganer. Wenn die Kroganer so gefährlich sind, warum haben Sie sie dann nicht gleich sterilisiert? Bin kein Kriegsverbrecher, kein Mörder. Genozid nicht nötig. Kroganer sind gewalttätig und aggressiv, aber es gibt Ausnahmen, müssen bewahrt werden. Die Modifikation der Genophage schützte die Galaxie und gab den Kroganern die Chance zu überleben. Alle gewinnen. Gut für uns, gut für sie. Wie haben Sie die modifizierte Genophage verteilt? Geheimaktionen. Krankenhäuser, Clanzentren, Wasserversorgung. Sehr schwierig. Gibt nicht viele Salarianer auf Tuchanka. Team wurde einige Male gefasst. Musste sich freikämpfen. War chaotisch. Besser, wenn alles klappte wie geplant. Wie hat Ihre Modifikation der Genophage funktioniert? Die Evolution der Kroganer führte an den Angriffspunkten der Genophage zur Ausbildung von genetischem Code, der die Krankheit schwächte. Die Modifikation sorgt dafür, dass dieser Code woanders benutzt wird und die Krankheit wieder wirken kann. Funktioniert einwandfrei. Das haben Sie sicher noch nicht vielen erzählt, Morden. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie es mir mitteilen. Sie sollten wissen, dass ich bereit bin, das Notwendige zu tun. Sollte zurück an die Arbeit, können später weiterreden, wenn die nächste Gewebesynthese durchgeführt wird. Das dauert eine Weile. Ha. Morden Solus hat also aktiv an der Genophage mitgearbeitet. Naja, ob das so schön ist, ist mal so eine andere Geschichte. Gehen wir hier nochmal auf. Wer ist denn hier? Said? Naja, aber mit Said kann ich ja nicht sprechen, deswegen gehe ich einfach hier hin und hier ist ja nix und hier ist keiner. Also wieso? Teammitglieder? Keiner. Ha. Wirklich? Ist ja interessant. Ist ja auch das Quartier des Captains. Da wird wenn dann ja wohl nur ich zu finden sein. Ja, Genophage ist auch so ein Thema. Ich meine, es ist halt so eine ganze Rasse einfach mal so sozusagen auf die Schnelle auslöschen. Jetzt auch nicht unbedingt so geil. Aber naja, das ja schwer zu sagen, ob man da jetzt sagt, das war gut oder nicht. Shepard, brauchen Sie was?
Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Ja, in ein paar Kalibrierungen ist schon klar. Dann lasse ich dich mal wieder mit deinen Kalibrierungen alleine. Hier, Mess Sergeant Garnoff, ich habe nichts Neues für dich. Tut mir leid. Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Es gibt viel zu tun, Shepard. Später vielleicht. Später vielleicht. Natürlich, Commander. Na gut. Ihr wollt also alle nicht mit mir reden, dann will ich mit euch auch nicht reden. So, dann gehe ich halt einfach hier wieder ins KIZ. CIC, glaube ich, in Englisch war. Hört sich irgendwie geiler an. Heißt es überhaupt CIC? Ja, CIC. Combat Information Center. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Nicht? Na toll. So, damit haben wir Projekt Overlord quasi abgeschlossen, ne? Glaube ich. Ich glaube schon. Nur die Hälfte unseres Treibstoffs ist noch übrig. Ja, kein Problem, Edi. Mach dir nicht in dein imaginäres Höschen. Jetzt erstmal hier auffüllen den Tank und die Sonden. Ach, dann hört er auf zu tanken. Das ist doch Quatsch eigentlich. Das ist doch total blöd. So, jetzt kann ich einen Sprung machen. Omega ist hier. Hier die Gefangene rekrutieren. Der Kroganer, Said helfen, Feuergänger. Hier ist der lokale Cluster. Nö, ich gehe jetzt auf die Citadelle. Soll ich da sowieso hin? Ich soll doch mit, mit Anderson. Anderson, mit dem soll ich reden. Dann will ich mal hier die Umlaufbahn anfliegen. Jawohl. Gesamtlänge geöffnet. 44,7 Kilometer Durchmesser geöffnet. 12,8 meine ich natürlich. Bevölkerung 13,2 Millionen ohne Keeper. Okay, 7,11 Milliarden Tonnen. Okay, das ist ja quasi Leichtgewicht, wa? Aber genießen wir erstmal den Anflug auf die Citadel. Angedockt. Die Citadel fällt in Teil 2 ja, ein bisschen klein aus, kann ja, ne? Also im ersten Teil hatte ich das Gefühl, da hast du viel mehr Wege gehabt, die Botschaften, den Turm und ach, den Finanzdistrikt und so weiter und so fort. Hier ist es irgendwie nicht so, wen nehme ich denn mit? Ach komm, ich nehme Miranda mit und ich nehme Garrus mit an seinen alten Arbeitsplatz. Da freut er sich bestimmt. Obwohl ich ja sagen muss, ich finde es jetzt auch nicht so negativ. Also man hat hier ein bisschen neue Aspekte der Citadel irgendwie mit reingebracht. Im Gegensatz noch zum ersten Teil. Aber sie ist schon ein bisschen kurz gekommen. Man hat hier ein paar Etagen. Commander Shepard, geben Sie ja, das Passwort ein, dann erhalten Sie ein Gratisgeschenk. Ich hatte gedacht, es wäre vielleicht nett zurückzukehren und zu sehen, was sich alles verändert hat. Aber es ist genau wie früher. Schmutzige Straßen, skrupellose Aasgeier, Gefängnisse mit Drehtüren. Hier für Sicherheit zu sorgen, ist ein Scheißjob. Genau deshalb bin ich auch gegangen. Nee, weil ich dich gefragt habe. Die Destiny Ascension hat ihre Siegestour durch 20 Kolonien abgeschlossen. Ratsmitglieder an Bord danken den Soldaten der Menschenallianz für ihre Leistungen beim Zurückschlagen von Sarens Invasion vor 2 Jahren. Okay, die Nachrichten teilweise sind auch cool. Da hörst du nämlich, was so in der Zwischenzeit passiert ist hier. Aber wir werden erstmal. Probleme mit Kollektoren? Wie wär's mit einem Kredit bei Kazumi? Haha, du bist ja voll undercover. Geben Sie mir bitte Ihr Passwort, Commander Shepard. Schluss mit dem Mist. Nein, natürlich, Schweigen ist Gold. Schweigen ist Gold. Schön, Sie endlich kennenzulernen, Commander Shepard. Kazumi Goto. Ich bin ein Fan. Hat Cerberus Sie über die Mission informiert? Ehrlich gesagt bin ich schockiert, dass Sie nicht früher zu mir gekommen sind. Vermutlich meine Schuld, weil ich so schwer zu finden bin.
Was soll das mit dem Passwort und der Heimlichtuerei? Sind Sie in Schwierigkeiten oder so? Ich bin der beste Dieb der Branche, aber nicht der bekannteste. Ich muss vorsichtig sein, damit es so bleibt. Außerdem musste ich sicherstellen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Ich habe jetzt keine Zweifel mehr. Sie sind wirklich Commander Shepard. Was hat Sie zur Cerberus gebracht? Das ist eine lange Geschichte. Kurzfassung, Sie haben mich gesucht, also habe ich Sie beschattet, um den Grund dafür herauszufinden. Es stellte sich heraus, dass Sie jemanden suchen, der sich Ihnen für eine wichtige Mission anschließt. Und für die Verpflichtung haben Sie einen ordentlichen Bonus angeboten. Es gibt da etwas, wobei ich Hilfe brauche. Und so kam der Deal zustande. Und jetzt sind wir hier. Ich nehme an, ich sollte etwas mehr über diesen Deal wissen. Oh ja, das wurde vermutlich bisher lediglich vergessen. Ich suche nach der Greybox meines früheren Partners. Ein Mann namens Donovan Hock hat sie genommen und ich habe vor, sie zurückzuholen. Was ist das für ein Raub, den Sie da planen? Nicht hier, Shepard. Sie werden informiert, wenn es soweit ist. Ich brauche noch etwas Zeit, um die Details festzuzurren. Ich habe mir allerdings erlaubt, Ihnen passende Abendgarderobe zu besorgen. Sie wollen doch sicher präsentabel aussehen. Was wissen Sie unbedingt über Donovan Hock? Mr. Hock ist ein anerkannter Geschäftsmann. Waffenhändler, Mörder, nicht gerade ein toller Typ. Sein Anwesen ist berühmt dafür, dass man nicht reinkommt. Aber ich habe eine Möglichkeit gefunden. Wird Ihnen gefallen. Hawk wird es sicher nicht sonderlich schätzen, wenn sich Leute in sein Haus einschleichen. Ich rechne immer mit Problemen. Deshalb sind Sie hier. Ich nehme an, eine Greybox ist so eine Art Hardware. Es ist ein neurales Implantat. Fast überall illegal. Speichert Erinnerungen, Gedanken, Geheimcodes, brisante Informationen. Die Greybox, um die es hier geht, gehörte meinem Partner Keiji Okuda. Wir haben lange zusammengearbeitet, bis Hock ihn getötet hat. Erzählen Sie mir von Ihrem früheren Partner. Sein Name war Keiji Okuda. Der beste Hacker und Schlossknacker, den ich je getroffen habe. Leider hat er einen Fehler gemacht und seine Tarnung flog auf. Er hat etwas gestohlen, das er hätte liegen lassen sollen. Er hat mich gewarnt und gesagt, dass es ein Fehler war. Und wenn es rauskäme, könne es einen interstellaren Krieg auslösen. Diese Information hat ihn das Leben gekostet. Was könnte denn so schlimm sein? Das hat er nicht gesagt, nur dass es gefährlich war. Er sagte, wenn es rauskäme, hätte die Menschheit ein Riesenproblem. Er hat alles verschlüsselt und in seinen eigenen Erinnerungen versteckt. Um die Information zu entschlüsseln, müsste man unsere gesamte gemeinsame Zeit durchgehen. Diese Erinnerungen sind jetzt alles, was von ihm noch übrig ist. Ich verstehe, warum Sie sie zurückhaben wollen. Sie zurückzuholen wäre mit Ihrer Hilfe erheblich einfacher, Shepard. Wenn Cerberus Ihnen das zugesagt hat, dann erledigen wir das auch. Es wird bestimmt lustig. Und mit etwas Glück müssen Sie nicht mal Ihre Waffe ziehen. Das halte ich für recht unwahrscheinlich. Wir sollten das Ganze beenden. Sie sehen albern aus, wie Sie da rumstehen und mit deiner Werbung reden. Wir sehen uns an Bord. Hahaha, ha, ha, bist du lustig. Okay. Damit haben wir das auch. Ein das weiteres Mitglied. Ist ein 20 Kilo Eisenprojektil. Fühlen Sie mal, wie schwer es ist. Alle 5 Sekunden beschleunigt das Hauptgeschütz eines Schlachtschiffs der Everest-Klasse auf 1 bis 1,3% der Lichtgeschwindigkeit. Es trifft mit der Gewalt einer 38 Kilotonnenbombe auf. Das ist dreimal so viel, wie auf Hiroshima abgeworfen wurde, damals auf der Erde. Das bedeutet, Sir Isaac Newton ist der tödlichste Bastard im ganzen Weltraum. Also, Soldat Burnside, wie lautet Newtons erstes Gesetz? Sir, ein Objekt in Bewegung bleibt auch in Bewegung, Sir. Für Teilantworten gibt's kein Lob, Sie Made. Sir, außer eine andere Kraft wirkt darauf ein, Sir. Geht doch! Ich nehme mal an, selbst ungebildete Esel wie Sie wissen, dass der Weltraum ziemlich leer ist. Sobald Sie diesen Metallhaufen abschießen, fliegt er so lange weiter, bis er irgendwas trifft. Das kann ein Schiff sein oder der Planet hinter dem Schiff. Oder er fliegt weiter in die Tiefen des Weltraums oder schlägt in 10.000 Jahren jemand anders. Wenn Sie hier abdrücken, versauen Sie garantiert jemanden den Tag. Irgendwo und irgendwann. Deshalb überprüfen Sie wieder und wieder Ihre Ziele. Deshalb warten Sie, bis der Computer Ihnen eine verdammte Feuerleitlösung berechnet hat. Und deshalb, Soldat Chung, geht da nichts mit Augenmaß. Das ist eine Massenzerstörungswaffe. Die feuert man nicht wie ein Cowboy aus der Hüfte ab. Sir! Jawohl, Sir!
Jawohl! Ah, super, dass wir uns das mal mit angehört haben. Das habe ich mir noch nie angehört, fällt mir gerade auf. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden seit Ihrem letzten Aufenthalt offensichtlich verschärft. Möglicherweise. Besser ist es auch, ne? Ausschalten! Was? Glauben Sie ernsthaft? Ja, okay. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeit, Sir. Unsere Scanner zeigen falsche Werte an. Sie scheinen zu glauben, Sie wären tot. Ja. Ich war nur fast tot. Aber versuchen Sie mal, das auf Regierungsformularen zum Ankreuzen zu finden. Hey, wir müssen das für Sie in Ordnung bringen. Warum reden Sie nicht mit meinem Captain? Der steht direkt hinter den Scannern, auf der rechten Seite. Okay. Sie müssen ihn schon ein bisschen zum Schreien bringen. Er wird Ihnen nichts erzählen, solange Sie nur fragen. Ich... Ja? Ich sehe das Problem schon, Commander Shepard. Meine Konsole behauptet, Sie wären tot. Befürchten Sie nicht, dass ich ein Schwindler bin und meine Identität nur vortäusche? Wir haben die besten Scanner der ganzen Galaxie. Uns reicht für einen DNS-Test eine Hautschuppe. Verdammt! Wenn Sie unregistrierte Genmodifikationen haben, finden die sogar das raus. Ihr Sergeant sagte, Sie könnten mir da behilflich sein. Normalerweise müssten Sie zunächst von der Sicherheitsverwaltung der Station Ihre IDs reaktivieren lassen. Dann zum Zoll und zur Einwanderungsbehörde, um die Citadel betreten zu dürfen. Anschließend vermutlich ein Ausflug zum Finanzamt. Ein Jahr tot ist eine beliebte Ausrede bei Steuerflüchtigen. Ich war 2 Jahre tot. Aber wie ich sehe, sind Sie ein vielbeschäftigter Mann. Was halten Sie davon, wenn ich einfach diesen Knopf hier drücke und wir betrachten die Sache als erledigt? Ist wohl, ja, unkonventionell, was? Mit Formalitäten haben Sie es nicht so, was? Doch, absolut. Solange Sie niemanden davon abhalten, seine Arbeit zu machen. So, ich habe Ihnen soeben etwa 9 Tage Rennerei erspart. In Anbetracht dessen sollten Sie nun im Präsidium bekannt geben, dass Sie noch am Leben sind. Der Rat will vermutlich mit der Person reden, die Ihre Ärsche gerettet hat. Wie kommt man am leichtesten von hier unten ins Präsidium? Durch den Sicherheitskontrollpunkt und dann mit einem öffentlichen Shuttle. Danke. Zugang zum Rat und den Ressourcen der Spectres wäre hilfreich. Ja, der Rat kriegt alles. Das ist das Beste an der Arbeit für C-Sicherheit. Wenn du Ausrüstung, Informationen oder Geld brauchst, kriegst du es auch. Wie auch immer. Brauchen Sie sonst noch was? Oder kann ich wieder zurück an meine Arbeit? Der Hauptteil der Schäden durch den Angriff der Sovereign wurde anscheinend bereits repariert. Das Präsidium war ziemlich durchlöchert. Natürlich haben sie das als erstes instand gesetzt. Alle Bezirke wurden von Trümmern getroffen, als das Schiff explodiert ist. Die Schäden waren aber größtenteils nur oberflächlich und die Keeper haben alles recht flott wieder hingekriegt. Den Tesseri-Bezirk hat's am schlimmsten erwischt. Ein Riesenbrocken schlug in der Nähe der Delinaga Konzerthalle ein. Da räumen sie heute noch Schutt weg und arbeiten an der Energieversorgung. Ich muss mit dem Rat sprechen. Wie komme ich von hier aufs Präsidium? Hat er doch gerade schon gesagt, wieso kann ich das extra fahren? Durch den Sicherheitskontrollpunkt und dann mit einem öffentlichen Shuttle. Erzählen Sie mir von diesem Ort. Alle Bezirke sind mehr oder weniger multikulturell. Aber die anderen 4 werden von Asari, Turianern oder Salarianern dominiert. In Sakera gibt es größere Enklaven von Volos, Elkor und Hanar. Und in Shin Akiba gibt es eine Handelszone der Menschen. Es laufen auch ein paar Kroganer rum. Und neulich habe ich sogar einen Quarianer gesehen. Ich habe Ihr Gespräch gehört. Ein bisschen zum Schreien bringen? Wir sind hier nicht auf dem Präsidium. Die müssen sich nur Sorgen um Demonstranten außerhalb der Zonen zur freien Meinungsäußerung machen und um Pudel, die auf ihren Rasen kacken. Hier unten gibt es Drogen, organisiertes Verbrechen und Mord. Streifendienst in einem Bezirk, das ist wie Streifendienst in New York City. Manchmal muss man eben das Regelbuch des Rats vergessen. C-Sicherheit hat sich verändert. Bei meinem letzten Besuch hatte C-Sicherheit noch keine Menschen als Captains. C-Sicherheit hat große Verluste erlitten, als die GEF das Präsidium gestürmt haben. Die Spezialeingreiftruppe hat's besonders schwer erwischt. Ab da wurden Bewerbungen von Menschen nicht mehr einfach abgelehnt. Sie brauchten Nachschub für die Uniform und wir hatten die meiste Erfahrung. Na dann. Ich muss jetzt gehen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie noch was brauchen. Hallo, Avina!